Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und Allah liebt die Gutestuenden. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Frage der Glaubens- und die Moralaspekte des Fastens. Allah, Ehre sei ihm, schrieb das Fasten aus erhabenen Zielen und Zwecken vor. Das Fasten gilt daher als Schule für Glauben und Moral. Wer den ehrwürdigen Koran gut liest, findet, dass Allah, preis sei ihm, dem Zweck des Fastens im folgenden Koranvers erwähnt. O, die ihr glaubt, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Zitat Ende. Die Gottesfurcht ist ein umfassender Wert guter Eigenschaften. Daher kommt es im Koran in Verbindung mit verschiedenen Glaubens- und Moralwerten. Im Koran steht so: Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Wegs, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind und das sind die Gottesfürchtigen. Zitat Ende. Zu den religiösen und ethischen Aspekten des Fastens gehört der Wert des Beobachtens. Denn das Fasten ist ein Geheimnis zwischen dem Diener und Gott, das niemand außer Gott beobachten kann. Es stellt so den Beweis für die Gewissheit des Menschen dar, dass Allah ihn im Geheimen wie in der Öffentlichkeit sieht. Allah, preis sei ihm, sagt: Und mit keiner Angelegenheit befasst du dich, und nichts verliest du davon an Koran. Und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst. Und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Zitat Ende. In Anbetracht des Sinnes der Beobachtung ist die Belohnung des Fastens immens und nur Allah bekannt. Und der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung: Jede gute Tat des Menschen wird mit dem 10-fachen bis zum 700-fachen vervielfacht. Allah, gepriesen sei er, sagt: Außer dem Fasten ist und die Vergeltung dafür gehören mir. Der Mensch enthält sich um meinetwillen seines Verlangens und seiner Nahrung. Zitat Ende. Es ist daher angebracht für den Fastenden, der Allah beim Fasten beobachtet, Allahs Befehle auch bei seiner Arbeit, seiner Produktionsleistung und anderen Handlungen im Ramadan und nach Ramadan zu befolgen. Beim Fasten lernt man auch die Geduld in all ihren Formen. Es geht hier um die Geduld, um die Allahs Befehle zu vollziehen, sich von verbotenen Dingen und Begehrten fernzuhalten. Deshalb bezeichnet unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, Ramadan als Monat der Geduld, indem er sagte: Das Fasten im Monat der Geduld, also Ramadan, und Fasten dreier Tage von jedem Monat entspricht dem Fasten des ganzen Jahres. Zitat Ende. Es steht so dem Fastenden also gut an, sich mit Geduld zu kennzeichnen, seinen Zorn zu unterdrücken, dem zu vergeben, der ihm Unrecht tat, dem zu geben, der ihm etwas wegnahm, und dem Wohltaten zu erweisen, der ihn beleidigte. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so in einem Hadith: An dem Tag, an dem
einer von euch das Fasten einhält, soll er keine anstößigen Worte sagen oder keine Streiter machen. Wenn ihn jemand beleidigt oder versucht, sich mit ihm zu streiten, soll er sagen, ich halte das Fasten ein. Der wahre Fastende lügt nicht, betrügt, verrät oder verleumdet niemanden. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und der Friede auf ihm, sagte in einer weiteren Überlieferung, wer von den falschen Aussagen und Verhalten demnach nicht ablässt, von dem braucht Allah nicht, dass er auf Essen und Trinken verzichtet. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten. Zu den wichtigsten Zielen des Fastens gehören Solidarität, Mitgefühl und das Empfinden für die Not der Armen und der Bedürftigen um uns herum, indem wir ihnen Zuneigung entgegenbringen, ihnen Linderung verschaffen und ihre Bedürfnisse stillen. Ein Mann fragte einmal den Gesandten Allahs, O Gesandter Gottes, welche Handlung im Islam ist die beste? Der Prophet antwortete, die Armen und die Bedürftigen Nahrung zu geben und diejenigen zu begrüßen, die du kennst und die du nicht kennst. Zitat Ende. Wenn die Belohnung für die Solidarität, Mitgefühl, Großzügigkeit und das Anbieten von Nahrung zu jeder Zeit immens ist, dann ist sie im Monat Ramadan die größte, beste Belohnung, wie unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, in einer Überlieferung sagte, wer einem Fastenden etwas gibt, womit er sein Fasten brechen kann, wird die gleiche Belohnung verdienen wie der Fastende, ohne dass die Vergeltung des Fastenden gemindert wird. Zitat Ende. Abdullah ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte, der Gesandte Gottes war die große Zügigste, besonders im Monat Ramadan. Zitat Ende. Wir sollten daher von dem Fasten die Glaubenswerten und die moralischen Tugenden lernen, damit wir das Ziel und den Sinn des Fastens erreichen können. Jabir ibn Abdullah, Allahs Wohlgefallen auf beiden, sagte, wenn du fastest, dann sollen dein Gehör, deine Augen und deine Zunge sich von allem Übel fernhalten, den Nachbarn keinen Schaden zufügen und am Tag des Fastens volle Gelassenheit haben. O Allah, bewahr unser Land Ägypten und alle Weltländer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.